Hey, willkommen an dem Ort, an dem wir die großen Was-wäre-wenn-Fragen der Geschichte erforschen. Heute begeben wir uns auf eine Reise zurück in das 13. Jahrhundert, zu einem Wendepunkt, der die europäische Geschichte hätte verändern können. Was wäre, wenn die Mongolen nach ihrem Sieg in Osteuropa weitergezogen wären und ganz Europa erobert hätten? Die Mongolen unter der Führung von Genghis Khan und seinen Nachfolgern schufen eines der größten Reiche der Weltgeschichte. Doch zogen sie sich zurück, bevor sie den gesamten europäischen Kontinent erobern konnten. Wie hätte die vollständige Eroberung Europas durch die Mongolen die Entwicklung von Kultur, Wissenschaft und politischen Systemen beeinflusst? Es warten vier spannende Kapitel auf euch. Im ersten zeigen wir, wie das mongolische Reich zu seiner mächtigen Größe aufstieg. Das zweite Kapitel deckt auf, was die Mongolen zu so gefürchteten Kriegern machte. Im dritten tauchen wir ein in das Europa des 13. Jahrhunderts, das am Scheideweg stand. Und schließlich stellen wir im vierten Kapitel die große Frage, was wäre, wenn die Mongolen Europa erobert hätten? Begleitet uns auf dieser faszinierenden Reise durch ein alternatives historisches Szenario, in dem die Grenzen der Zivilisation neu gezogen werden. Im 13. Jahrhundert erstreckte sich das mongolische Imperium über unvorstellbare Weiten, von den windgepeitschten Steppen Zentralasiens bis vor die Tore Wiens. Dieses unglaublich große Reich wurde nur durch die Größe des britischen Empire übertroffen. Verantwortlich dafür war Genghis Khan. Seine Art zu regieren war von kluger Strategie und strenger Härte geprägt. Einige bewundern ihn für das, was er erreicht hatte, aber genauso viele fürchten ihn auch wegen seiner absoluten Grausamkeit. Der Erfolg lag aber auch in der Einführung innovativer Verwaltungspraktiken und strenger Gesetze. Er förderte den Handel, schützte die Handelswege und führte ein effizientes Kommunikationssystem ein. Dieses bestand aus Horn- und Flaggensignalen für Truppenbewegungen, Angriffe, Rückzüge und Formationen. Zusätzlich setzten die Mongolen auch große Trommeln, manchmal auf Kamelen, sowie Licht- und Rauchsignale ein. Meldereiter überbrachten schnell Befehle. Auch Befehlshaber von niederem Rang hatten Entscheidungsgewalt und führten auf Basis der Gesamtziele selbstständige Aktionen aus, was die schnellen und effektiven Manöver der mongolischen Armee ermöglichte. Aber nicht nur in der Kriegsführung verfügten die Mongolen über ein ausgeklügeltes Kommunikationssystem. Die sogenannte Yam-Verwaltung war ein zentrales Element und das Kurier- und Kommunikationssystem des gesamten Reiches. Es handelte sich dabei um ein Netzwerk von Stationen, den Yams, die in regelmäßigen Abständen entlang der Hauptstraße des riesigen Reiches angelegt wurden. Diese Stationen dienten als Rastplätze für die Boten. Diese ritten von einer Station zur nächsten und tauschten dabei ihre ermüdeten Pferde gegen frische aus, was ihnen ermöglichte, ohne große Verzögerungen weiterzureisen. Diese Maßnahmen trugen dazu bei, dass die mongolische Herrschaft mehr war als nur eine Folge militärischer Eroberungen. Sie war der Beginn einer neuen Ära des kulturellen und wirtschaftlichen Austauschs. Nach dem Tod von Genghis Khan im Jahr 1227 wurde das mongolische Reich allerdings vor eine große Zerreißprobe gestellt. Die weite Ausdehnung der eroberten Gebiete verlangte eine Verwaltung, die die Fähigkeit der nachfolgenden Khane herausforderte. Interne Streitigkeiten und die Probleme, viele verschiedene Völker vereint zu halten, schwächten nach und nach die zentrale Macht. Nach ihren erfolgreichen Feldzügen durch Osteuropa hatten die Mongolen die Möglichkeit, tiefer in Europa einzudringen, zogen sich aber nach dem Tod des Großkhans zurück, um sich an der Kurultai, also zur Wahl des nächsten Großkhans, zu beteiligen. Dieser Rückzug markierte das Ende der direkten mongolischen Bedrohung für Mitteleuropa. Während Europa also von der unmittelbaren Bedrohung befreit war, blieb das Echo der mongolischen Invasionen in den folgenden Jahrhunderten spürbar. Festungen wurden verstärkt, Armeen neu organisiert und die Angst vor einer erneuten Invasion aus dem Osten veränderte die politische Landschaft des Kontinents nachhaltig. So endete das Kapitel der mongolischen Expansion nach Westen nicht mit einer großen Schlacht oder einer feierlichen Unterzeichnung von Friedensverträgen, sondern mit einem allmählichen Rückzug, der den Beginn einer neuen Ära in Europa markierte. Doch warum waren die Mongolen überhaupt derart erfolgreich? Und wie wurden ihre Kriege geführt? Die Mongolen waren ein Nomadenvolk, das in der rauen und unerbittlichen Steppe Zentralasiens zu Hause war. Ihre Art der mobilen Kriegsführung war nicht nur das Ergebnis jahrhundertelanger Erfahrung, sondern auch einer tief verwurzelten Verbindung zu ihren Pferden, die mehr als bloße Transportmittel waren. Sie waren Partner in der Schlacht, essentiell für die schnellen und tödlichen Angriffe, welche die Mongolen so gefürchtet machten. Die Strategie der Mongolen basierte auf Geschwindigkeit, Flexibilität und dem Element der Überraschung.
Sie perfektionierten die Kunst des schnellen Angriffs und Rückzugs. Eine Taktik, die es ihnen erlaubte, größere und technologisch überlegene Armeen zu verwirren und zu besiegen. Ihre Fähigkeit, schnell weite Distanzen zu überbrücken und unerwartet zuzuschlagen, ließ ihre Feinde oft in Angst und Ungewissheit zurück. Ein beeindruckendes Beispiel für die Kriegskunst der Mongolen war die Schlacht von Muhi, die sich am 10. April 1241 an den Ufern des Sajo in Ungarn abspielte. Unter der Führung des ungarischen Königs und unterstützt durch ein böhmisches Heer trafen zwei Armeen aufeinander, die sich in ihrer Größe ebenbürtig waren. Je nachdem, welcher Quelle man mehr Glauben schenken mag, konnten beide Seiten 20.000 bis 30.000 Krieger versammeln. Die Siedlung Muhi wurde zur ersten Verteidigungslinie der Ungarn. Diese Siedlung und deren Umgebung hielten die ungarischen Verteidiger für sicher, da das Gelände von Flüssen und Sümpfen durchzogen ist, die schnelle Angriffe beinahe unmöglich machten. Ein Lagerplatz wurde errichtet und die Soldaten ruhten sich nach ihrem Marsch aus. Doch plötzlich hagelte es Pfeile auf das Lager. Blitzschnell hatten sich berittene mongolische Bogenschützen genähert und schon angegriffen. Der Überraschungsmoment war gelungen, aber die Ungarn und Böhmen griffen zu den Waffen und Pferden und leiteten einen Gegenangriff ein. Die Mongolen machten daraufhin Kehrt und versuchten so schnell wie sie gekommen waren, das Weite zu suchen. Für den Armeeverbund der Ungarn war es klar, für diesen Angriff sollten die mongolischen Feiglinge büßen und ein Teil der ungarischen Streitmacht nahm die Verfolgung auf. Nun offenbarten die Mongolen ihre wahre Taktik, denn was die Böhmen und Ungarn nicht wussten, der Schutz durch Flüsse und Sümpfe war keiner mehr. Die Mongolen hatten Brücken an einigen Stellen errichtet, was nun selbst die Überquerung von größeren Truppenverbänden möglich machte. Und so wartete eine Überraschung auf die Verfolger der Mongolen. Das ganze mongolische Heer führte einen direkten Angriff durch, überquerte den Fluss an verschiedensten Stellen und umzingelte das ungarische Lager, das sie in Brand setzten. Die Flammen, gepaart mit dem Rauch, führten zu einer enormen Verwirrung und Panik unter den ungarischen Truppen. Diese Taktik war nicht nur physisch verheerend, sondern hatte auch einen verheerenden Effekt auf die Moral der ungarischen Verteidiger. Die mongolischen Krieger nutzten die entstandene Verwirrung und durchbrachen die ungarische Verteidigung mit erschreckender Leichtigkeit. Was einst als Bastion des Widerstands galt, verwandelte sich in ein Meer aus Flammen und Verzweiflung. Der König, seine Getreuen und die Ritter waren zur Flucht gezwungen. Ein Bild des Chaos, in dem Adel und Tapferkeit von überlegener Strategie und gnadenloser Kraft überschattet wurden. Die Schlacht von Muhi endete mit einem entscheidenden Sieg für Batu Khan. Und mit dem verheerenden Verlust von ca. 70% ihres Heeres erlitten die Ungarn und Böhmen einen Schlag, von dem sich die Streitkräfte bis zum freiwilligen Rückzug der Mongolen aus Europa nicht erholen konnten. Unter der Führung ihres Großkhans richteten die Mongolen ihre Aufmerksamkeit danach auf ein neues Ziel. Buda, das heutige Budapest, ein Ziel, das ihr Schicksal und das Schicksal Europas im 13. Jahrhundert für immer verändern sollte. Es war noch dunkel, kurz vor der Morgendämmerung, als sich eine Armee rührte, aber keine gewöhnliche Armee. Diese war wie keine andere, die die Welt je gesehen hatte. Krieger, so zahlreich wie Heuschrecken, ritten auf ihren Pferden über das Land. Die Stadt war perfekt geeignet als Tor nach Europa, als symbolischer Sieg und aus strategischen Gründen. Die Flusslage an der Donau hätte nicht nur logistische Unterstützung für die Versorgung und Bewegung der Truppen geboten, sondern auch als natürliche Barriere für Gegenangriffe gedient. Ungarns weite, offene Landschaften boten den Mongolen perfekte Voraussetzungen für ihre Kriegsführung, die stark auf Kavallerie setzte. Im Gegensatz zu anderen europäischen Regionen, wo Wälder und Gebirge die Bewegung erschwerten, fanden die Mongolen in der ungarischen Ebene kaum solche Hindernisse. Diese offenen Räume machten es ihnen leichter, ihre Stärken voll auszuspielen. Doch Buda stellt wegen der Lage hinter der Donau eine Herausforderung dar. Und durch die wichtige Position der Stadt wäre zu erwarten gewesen, dass schnelle Hilfe von Verbündeten gekommen wäre. Stünde ein großes Heer auf der anderen Seite der Donau, hätte man sich zurückziehen müssen. Eine Belagerung, welche durchaus Wochen oder viele Monate dauern kann, war also keine Option für die Mongolen. Das Ziel musste also eine möglichst schnelle Eroberung sein. Unglücklicherweise für die Ungarn erwies sich der Winter 1242 als äußerst hart. So kalt, dass selbst ein Fluss wie die Donau in Teilen zugefroren war und eine schnelle Überquerung ermöglichte. Die Vorboten des Sturms auf Buda und die Architekten des Sieges war die mongolische Vorhut. Bekannt für Schnelligkeit und Tarnung bewegten sie sich geisterhaft durch die Landschaft. Zuerst wurden Informationen gesammelt. Wie ist die Stärke der Verteidigungsanlagen? Wo verlaufen die gegnerischen Versorgungslinien?
Diese wichtigen Details wurden so schnell wie möglich an die Hauptstreitmacht berichtet. Mit Geschick und Schnelligkeit errichten sie die ersten Zelte, aber auch Schutzmauern aus Holz zum eigenen Schutz. Diese ersten Verteidigungslinien sind Zeichen für die kommende Belagerung, ein stummes Ultimatum an die Verteidiger. Die ersten Belagerungsgeräte aus Materialien vor Ort wurden gebaut, darunter Katapulte und Ramböcke, bereit, die Mauern und Tore zu erschüttern. In den Nächten führen sie Scheinangriffe durch, kleine Truppenverbände ritten aus, um Pfeile auf die Verteidiger hageln zu lassen und im Schutz der Dunkelheit wieder zu verschwinden, jede Nacht, um die Moral der Verteidiger zu zermürben. Nun begann die wichtigste Phase der Vorbereitung. Die Ufer der Donau wurden ausgekundschaftet. Sie suchten nach geeigneten Überquerungspunkten. Flache, zugefrorene Uferbereiche, Inseln oder Engstellen wurden markiert und kartiert, dann mit Bogenschützen gesichert. Schon bald setzten die ersten kleinen Truppenverbände nachts auf die andere Uferseite über und sicherten diese. Nachdem die Truppenstärke ausreichend war, begannen die Angriffe auf die Versorgungslinien von Buda, entscheidend, um den Willen und die Kraft der Verteidiger zu brechen. Die Vorbereitungen waren abgeschlossen. Der Anführer der Vorhut sendete eine einfache Botschaft an Buda. Kapitulation oder Kampf, die Wahl liegt bei euch. Die Tataren, so nannten die Europäer die Mongolen, sollten keine Antwort bekommen. Diese glänzende Stadt und ihre Mauern würden also auf die Probe gestellt werden. Die Hauptstreitmacht rückte näher. Mit ihnen und der wachsenden Anzahl an Kriegern wurden die Angriffe immer intensiver. Die Belagerungsgeräte, ein Vermächtnis der Weisheit und Technik vieler eroberten Völker, hämmerten unter dem Schutz der mongolischen Bogenschützen unaufhörlich gegen die stolzen Mauern der Stadt. Dieses Martyrium dauerte mehrere Tage und Nächte, bis die mongolischen Befehlshaber davon ausgingen, den Gegner und die Mauern genügend geschwächt zu haben. Jetzt gab der Großkhan das Zeichen für den Hauptangriff. Wie Raubtiere warfen sich die Mongolen in die geschwächten Mauern, ihre Kampfschreie durchschnitten die Luft. Die Verteidiger von Buda mussten sich immer weiter auf die Burg im Stadtinneren zurückziehen und konnten diese mit einer Mischung aus Verzweiflung und bewundernswertem Mut halten. Doch das war belanglos. Pest und Buda lagen beide in Scherben, wurden geplündert und ihre Bewohner zahlten den Preis dafür, dass die Kapitulation ausgeschlagen wurde. Der Großkhan ritt durch die gebrochenen Tore, sein Blick fest auf eine Zukunft gerichtet, in der ganz Europa unter dem Banner der Mongolen vereint sein würde. Doch dieser Sieg war teuer erkauft, mit dem Blut von Tausenden und für immer eingebrannt in das Herz der Geschichte. Eine weitere Stärke der Mongolen lag in ihrer Anpassungsfähigkeit und ihrem unstillbaren Hunger nach Wissen. Mit jedem eroberten Volk absorbierten sie neue Technologien, Strategien und Kulturen. Belagerungswaffen, die sie vorher nie verwendet hatten, wurden in ihr Arsenal aufgenommen und verbessert. Sie lernten von den Ingenieuren der besiegten Städte und setzten deren Wissen ein, um ihre eigenen Kriegsmaschinen zu entwickeln. Diese Offenheit für neue Ideen und Techniken, kombiniert mit ihrer natürlichen Geschicklichkeit und tiefem Verständnis der Kriegsführung, machte die Mongolen zu einem nahezu unbesiegbaren Feind. In der Geschichte der Kriegsführung sind die Mongolen somit ein leuchtendes Beispiel für die Macht der Anpassung und Innovation und ließ sie zu einer der mächtigsten und einflussreichsten Kräfte ihrer Zeit aufsteigen. Als nächstes müssen wir verstehen, wie die Lage im damaligen Europa überhaupt war. Europa im 13. Jahrhundert war ein Mosaik aus Königreichen, Fürstentümern und feudalen Ländereien, dessen politische Landschaft von Fragmentierung und Machtkämpfen geprägt war. Die herrschenden Eliten verbrachten ihre Tage mit dem Aushandeln von Bündnissen, der Durchführung von Eroberungszügen gegen Nachbarn oder der Abwehr von Rebellionen innerhalb ihrer eigenen Grenzen. In dieser Welt der zersplitterten Machtstrukturen und lokalen Kriege schien die Vorstellung einer vereinten Bedrohung von außen, die groß und mächtig genug wäre, um den gesamten Kontinent zu bedrohen, weit entfernt und nahezu unwirklich. Die Nachrichten, die langsam aus dem Osten herüberwehten, von einem Reiterheer, das schneller und tödlicher war als alles, was Europa bisher gesehen hatte, wurden von vielen mit Skepsis aufgenommen. Geschichten über die mongolischen Horden, die ganze Nationen unter ihren Hufen zermalmten, klangen wie die übertriebenen Legenden reisender Händler oder die Albträume von Mönchen, die zu lange in ihren Schreibstuben gesessen hatten. Doch für jene, die tiefer blickten, die Muster der Geschichte kannten und die Zeichen zu deuten wussten, begann sich ein Schatten am Horizont abzuzeichnen, der all ihre bisherigen Konflikte und Rivalitäten in den Schatten stellen könnte.
Nur einige wenige weitsichtige Herrscher und Berater erkannten die potenzielle Gefahr, die diese Berichte darstellten. Sie verstanden, dass die mongolische Kriegsmaschinerie, sollte sie sich entscheiden, nach Westen zu expandieren, eine Bedrohung von unstellbarem Ausmaß darstellen könnte. Diese Erkenntnis führte zu einer stillen Unruhe unter den politischen Eliten Europas, einer Mischung aus Furcht, Faszination und der dringenden Frage, wie man sich gegen eine solche Macht verteidigen könnte. Die europäischen Heere, die mehr an Prunk und Turniere gewöhnt waren als an effektive Kriegsführung, wirkten unzureichend vorbereitet auf die blitzschnellen und tödlichen Angriffstaktiken der Mongolen. In dieser Atmosphäre der Unsicherheit und des aufkeimenden Bewusstseins für die potenzielle Bedrohung begannen einige europäische Herrscher Vorbereitungen zu treffen. Bündnisse wurden vorsichtig neu bewertet, Nachrichtennetze ausgebaut und manche begannen sogar ihre militärischen Taktiken zu überdenken. Inspiriert von den wenigen Berichten, die über die Kriegsführung der Mongolen durchsickerten. Doch die Frage blieb, würden diese Vorbereitungen ausreichen oder würden sie im Angesicht der mongolischen Kriegsmaschinerie wie Kartenhäuser zusammenfallen? In dieser Zeit des Wandels und der Unsicherheit stand Europa an einem Scheideweg. Die Nachrichten aus dem Osten waren nicht länger nur ferne Gerüchte. Sie waren ein Weckruf, der das mittelalterliche Europa dazu zwang, über seine Grenzen hinauszublicken und sich einer potenziell verheerenden Realität zu stellen. Stellen wir uns vor, die Mongolen wären nicht durch den Tod des Khans an ihrem für 8 Jahre ausgelegten Eroberungsplan für Europa gehindert worden. Was wären die Herausforderungen gewesen, mit denen sie umgehen hätten müssen? Die europäische Landschaft hätte eine komplexe Mischung aus natürlichen und vom Menschen geschaffenen Hindernissen für sie dargestellt. Die Alpen, wie eine gigantische Mauer, die sich quer über den Kontinent erstreckt, und die mächtigen Ströme wie der Rhein und die Donau wären nur einige der Barrieren, die sie zu überwinden gehabt hätten. Hinzu kämen die gut befestigten Städte und Festungen Europas, deren dicke Mauern und tiefe Gräben eine Herausforderung für jede Belagerungsarmee darstellten. Die damals kalten und aber feuchten Winter Europas würden zudem die legendäre Beweglichkeit der mongolischen Kavallerie einschränken und auf die Probe stellen. Wie hätte die mongolische Antwort auf diese Herausforderung ausgesehen? Der Großkhan und seine Strategen, erfahren in der Kunst der Kriegsführung und in der Anpassung an neue Kriegsschauplätze, würden beginnen, ihre Pläne zu schmieden. Sie würden wie viele Male zuvor verstehen, dass der Schlüssel zum Erfolg nicht allein in der Stärke ihrer Armeen lag, sondern in ihrer Fähigkeit, diese neuen Herausforderungen anzupassen. Um die natürlichen Barrieren Europas zu überwinden, hätten die Mongolen ihre Ingenieurkunst weiterentwickelt. Belagerungswaffen, die in der Lage gewesen wären, die dicksten Mauern zu durchbrechen, und tragbare Brücken, um die breiten Flüsse zu überqueren, wären in die Armeen integriert worden. Die mongolischen Truppen, angepasst an kalte, trockene Winter, hätten ihre mobilen Unterkünfte genutzt, um die Kampfkraft auch in den härtesten Jahreszeiten zu bewahren. Eine weitere Schlüsselstrategie wäre die politische Manipulation gewesen. Die Mongolen, die um die Zersplitterung Europas wussten, hätten versucht, Verbündete zu gewinnen, indem sie lokale Herrscher gegeneinander ausspielen oder ihnen Land und Titel im Austausch für Unterstützung anboten. Solche Allianzen und ihr Ruf als erbarmungslose Eroberer hätten es den Mongolen ermöglicht, ohne größeren Widerstand tiefer in Europa vorzudringen und gleichzeitig ihre Streitkräfte für größere Schlachten zu bewahren. Hätten die Mongolen diese Pläne in die Tat umgesetzt, wäre Europa mit einer Invasion konfrontiert gewesen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hatte. Wir dürfen annehmen, dass sie wirklich in der Lage gewesen wären, bis ins Herz Europas vorzudringen. Nur wenige Königreiche und Bündnisse hätten den Ansturm überlebt. Das Ergebnis wäre dann ein völlig verändertes Europa gewesen, nach und nach geprägt von den politischen, kulturellen und wissenschaftlichen Einflüssen eines Reiches, das von den eisigen Wäldern Sibiriens bis zu den fruchtbaren Ebenen Europas gereicht hätte. Nach dem Sturm, der die mongolische Kavallerie durch Europa getragen hätte, fände sich der Kontinent unter einem neuen Sternenhimmel wieder. Die Landkarte Europas, einst ein Flickenteppich rivalisierender Königreiche und feudaler Territorien, würde unter der Ägide der mongolischen Statthalter neu gezeichnet. Diese neuen Herren, ernannt vom Großkhan, würden die eroberten Gebiete mit einer Mischung aus eiserner Disziplin und einer bisher unbekannten Offenheit gegenüber den lokalen Kulturen verwalten. Die Städte und Burgen, die erbitterten Widerstand geleistet hätten, lägen früher oder später in Trümmern. Ein düsteres Mahnmal der mongolischen Entschlossenheit. Doch aus dieser Zerstörung würde eine neue Ordnung erwachsen. Diejenigen, die sich unterworfen hätten, erführen durch ein Imperium, welches aus unzähligen Kulturen geschmiedet war, eine unerwartete Blütezeit. Die Straßen der Städte wären belebt durch Händler aus dem fernen Osten, durch Gelehrte, die das Wissen der antiken Welt studierten und weitergaben, anstatt es innerhalb der Klöster und Kreisen von Adligen in Universitäten aufzubewahren,
durch Künstler, die von den neuen Ideen inspiriert worden wären. Aber ihre Herrschaft hätte natürlich auch auf schweren Tributen und Plünderungen basiert. Diese Praktiken hätten langfristig zu wirtschaftlicher Erschöpfung, Instabilität und Revolten in den eroberten Gebieten führen können. Andererseits hätten europäische Gelehrte, die bisher nur von den Werken Aristoteles oder Platons träumen konnten, ebenfalls Zugang zu den Bibliotheken von Samarkand und Bukhara erhalten. Diese Begegnung der Kulturen hätte wahrscheinlich zu einem frühzeitigen Erwachen der Renaissance, einer Zeit des Umbruchs und des Erstarkens des menschlichen Geistes, geführt. Die mongolische Offenheit gegenüber verschiedenen Religionen und philosophischen Strömungen ließe eine Gesellschaft entstehen, in der Toleranz und intellektuelle Neugierde blühen können. Trotz ihres Potenzials zur Förderung des Wissensaustauschs ist es fraglich, ob die Mongolen die institutionellen Strukturen für Bildung und Wissenschaft, die in Europa bereits existierten, wie die Universitäten in Bologna oder Oxford, unterstützt oder sogar erweitert hätten. Ihre Hauptinteressen lagen möglicherweise eher im Handel und in der Militärstrategie als in der Bildung. Doch hätten die Mongolen ein solch großes Reich auch halten und verwalten können? Trotz ihrer Verwaltungsstrategien und Toleranz hätten die Mongolen wahrscheinlich mit fortwährendem Widerstand in Europa zu kämpfen gehabt. Die europäischen Staaten waren kulturell sehr verschieden in ihren Regionen, was zu anhaltenden Aufständen hätte führen können. Das mongolische Reich war bereits auf einem enormen Territorium ausgedehnt. Eine Ausdehnung nach Europa hätte die logistischen und administrativen Fähigkeiten der Mongolen möglicherweise überfordert, was zu Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung der Kontrolle geführt hätte. Auch hätten sie sich mit Krankheiten auseinandersetzen müssen, auf die sie möglicherweise nicht vorbereitet waren. Ähnlich wie bei anderen Eroberern hätten dies ihre Streitkräfte schwächen und ihre Fähigkeit, Europa zu halten, beeinträchtigen können. Die Geschichte des mongolischen Reichs nach dem Tod von Genghis Khan und besonders nach dem Tod seines Enkels Batu Khan war geprägt von internen Machtkämpfen und Zersplitterungen. Interne Konflikte hätten die Fähigkeit der Mongolen, ein so weit entferntes und kulturell verschiedenes Gebiet wie Europa zu regieren, weiter beeinträchtigt und ebenfalls zu Zersplitterungen des Reiches führen können. Doch alles in allem lässt sich annehmen, dass ein erfolgreicher Feldzug möglich gewesen wäre. Wie lange dieses Reich bestanden hätte, ist schwer abzuschätzen. Doch das mongolische Erbe in Europa wäre mehr als nur die Spuren ihrer Burgen und Straßen. Es wäre ein tief verwurzeltes Bewusstsein für die Weite der Welt, für die Vielfalt ihrer Völker und Vielfalt der Kulturen. Die mongolische Herrschaft hätte das Fundament für eine Gesellschaft gelegt, die auf den Prinzipien der gegenseitigen Toleranz, des gegenseitigen kulturellen Austauschs und der Anerkennung von Wissen und technologischer Innovation basiert. In dieser alternativen Geschichte Europas wären die Grenzen zwischen Ost und West, zwischen Barbaren und Zivilisierten durchlässig geworden, was zu einer Welt geführt hätte, welche reicher und vielfältiger gewesen wäre. Was denkt ihr über eine Eroberung Europas durch die Mongolen im weiteren Verlauf des 13. Jahrhunderts? Welche anderen historischen Ereignisse oder Orte würdet ihr gerne in einer alternativen Geschichte erforscht sehen? Teilt eure Gedanken und Ideen in den Kommentaren. Vielen Dank, dass du uns auf diese Reise in die Vergangenheit und in die Welt der alternativen Geschichte begleitet hast. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, um keine unserer zukünftigen Geschichtsabenteuer zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder fragen: Was wäre, wenn?